als ich heute mal meine PNs durchgegangen bin, hatte ich da so einen schönen Betreff gelesen mit "Ich weiß, wo du wohnst". Und dann habe ich da reingeguckt und dann stand da meine richtige Adresse. Und ich dachte, what the freaking monkey? Moin Leute, herzlich willkommen zu einer relativ spontanen Folge Craft Attack. Heute war irgendwie völliges Chaos. Ich hatte ja eigentlich für 17 Uhr eine Folge versprochen, dann waren allerdings vorher die Minecraft-Server down, das habt ihr ja sicherlich auch mitbekommen. Und dann hatte ich noch Kopfschmerzen des Todes, die wirklich unerträglich waren. Dann hatte ich mich kurz schlafen gelegt, bin um 18 Uhr aufgewacht und habe dann gemerkt, okay, die Server sind wieder online. Und gestern habe ich ja während des Streams noch ein bisschen gefarmt. Wir machen hier mal so ein kleines Update vom gestrigen Stream und zudem machen wir dann gleich mal ein paar Vorbereitungen für den heutigen Stream, der sich heute etwas verzögern könnte. Es wird wahrscheinlich heute um ca. 19.15 Uhr wird der Stream angehen und merkt euch das, Leute, heute ist der 8.4. Heute wird er erst ein bisschen später sein, also falls ihr die Folge an einem späteren Tag guckt, dann seid gewarnt, dass der Stream dann vielleicht schon laufen könnte. So, und Herr Bergmann, sind Sie auch da? Hallo? Ich bin da, hallo. Ich bin da, den hab ich ein bisschen vergessen, denn ich bin auch noch ein bisschen verbacken. Wir haben es gerade 18.28 Uhr. Und dementsprechend bin ich noch so ein bisschen schlaftrunken. Und bist du auch auf dem Server? Bist du in deinem Crib? Oder wo? Bin in meinem Haus, ja. Okay, warte, dann komme ich dich mal besuchen, denn ja, ich werde jetzt erstmal ein paar wichtige Sachen wegbringen gehen. So, latschen hier erstmal düm. In meine Ender-Chest oder was? Ja, ich muss ein paar Sachen, bitte mich nicht töten. Nämlich, Herr Bergmann wollte mich gestern im Stream in die Luft jagen. Du hast mich dreimal getötet. Ich werde dich jetzt töten, also wollte ich nur sagen. Wieso willst du mich denn töten? Du kannst mich nicht töten. Wenn du die Linie meines Hauses betrittst, dann was soll das bist denn? Du tot. Ich hab, nein, Bergsmann. Doch. Jetzt mal ehrlich. Ja, ist mal. Du wirst mich doch nicht töten, ich brauch aber, wow. Nein, Alter, wo bleibst du tot? Ich werde dich schon nicht töten, keine Panik. Magst du mir jetzt ehrlich? Ja. Ich hab die Warnung ausgesprochen. Was du draus machst, musst du jetzt wissen. kann ich die Ender Chest auch außerhalb von deinem. Ich muss ja nur an die Ender Chest kommen. Wo steht die denn? Warte mal, wir gucken mal nach oben. Hallo. Warte mal, wo geht's denn nochmal? Ich glaub. Oh. Hallo. Ja, aber das ist ja noch nicht. Bergsmann, was ist denn hier los? Ja. Hallo. Ja. Klopf, klopf. Ja. Klopf, klopf. Hallo. Kann ich kurz Ihre Ender-Chest benutzen? Warte mal, wo steht die denn? Warte mal, wie komme ich da hin? Ja, dann komm rein, komm. Oh, ich darf rein, danke schön. Nein, darfst du nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Weißt du, ich dachte, ich lasse hier einen Freund. Ja, aber du hast jetzt die Tür geöffnet. Ja, nachdem du mich dreimal getötet hast. Oh, du hast schon 6 Tode, warum das denn? Bist noch einmal so weil du mich gestern ein paar Mal getötet hast? Nee, ich hab dich gestern gar kein einziges Mal wirklich getötet. Ich bin also ziemlich ob. Nee, ich bin die letzten Male bin ich. Oh, Alter, ich hab mich gerade erschreckt. Nur durch deine Hand immer gestorben. So, Leute, wir haben ja auch schon gestern ein paar Sachen erfahren. 5 Dias, vor allen Dingen Iron Ore bis zum geht nicht mehr. Hast du die Dias dabei? Die habe ich jetzt. Die sind schon in der Chest. Ganz viel. Ja, dann hol doch mal einen raus. So als Bezahlung. Ja, einen würde ich als Bezahlung würde ich akzeptieren. Ich bin ja gnädig hier. Warte. Ach so. Ja, was war das? Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich wollte irgendwie ein Handelsfenster öffnen. Okay. Mit rechter Maustaste. Na gut. Warte mal. Muss mal schauen. Zander hat eigentlich immer am Anfang, ist immer sehr freudig, alle Leute zu unterstützen. Wenn du eine Ender-Chest brauchst, glaube ich, kann Zander dir auf jeden Fall auch mal eine geben. Okay, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt komm, mach, dass du rauskommst hier. Ja, warte doch mal. Ich muss mal ein paar Sachen. Ich muss nämlich eigentlich auch überlegen, eigentlich müsste ich. Hast du einen Ofen mit Kohle? Hast du die was? Ja, alles hier. Weil bei dir ist es ja wahrscheinlich alles ein bisschen sicherer. Als bei jetzt irgendwie, wenn ich mir da unten einen Ofen hinstelle, dann ist der ja richtig schnell weggegrieft. Guck mal, ich tausche mal 64. Die Kohle kannst du auch ruhig behalten. Und dann könnte ich mir eigentlich für nachher schon ein paar Sachen craften. Ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Wo steckst du? Ach, da vorne bist du. Boah, du hast ja aber. Sieht gut aus bei dir. Was war das? Ich hab mit dem Pfeil. Wie viel. Hey, du hast doch voll wenig. Voll viel Dingens ab. Gehabt, ja, ich bin gestolpert hier, ich bin ausgerutscht. Okay. Das ist wieder, weißt du, der Türe geht nach. Ich bin aus dem Haus. Bro, keep it real. Nein, au! Ja, ich wollte nur kurz die Verhältnisse hier klarstellen. Ich sag dir, verluten. nein, nein,
nein, warte, warte, ja, es reicht, ich töte dich nicht, wenn du jetzt mal, weißt du, 5 gerade sein lässt. Okay, okay. Okay, alles klar, mach gut. Ich. Okay. Alles cool. Cool, ja, alles cool. Okay. Na? Ja, ja, was ist das? Du kannst ja wieder. So, komm, dann fahr mal fort jetzt. Fahr mal fort. Genau, ich wollte eigentlich heute auch über so ein bestimmtes Thema sprechen, denn als ich heute mal meine PNs durchgegangen bin, hatte ich da so einen schönen Betreff gelesen mit "Ich weiß, wo du wohnst". Und dann habe ich da reingeguckt und dann stand da meine richtige Adresse. Und ich dachte, what the freaking monkeys? Also ich weiß echt nicht, wie er das rausbekommen hat, weil die steht ja nicht irgendwie öffentlich auf meiner Stirn. Also das fand ich schon ein bisschen creepy und deshalb wollte ich einfach mal generell dieses Thema auch ein bisschen ansprechen. Und weil öfter mal kommt auch die Frage, was ist denn los, Paluten, wenn man dich irgendwie so auf der Straße trifft, kann man dann einfach hey sagen? Und da sage ich natürlich, ey, Bro, komm rüber oder so. Oder da wurde auch gefragt, wenn ich jemanden mit dem Who-What-Shirt sehe. Und dann würde ich auf jeden Fall zu der Person hinsagen und würde sagen, ziemlich geiles Shirt, Bro. Und nur, es wäre extrem creepy, wenn jemand eben direkt vor meiner Tür stehen würde, klingeln würde und sagen würde, yo, Paluten, was geht ab? Da würde ich dann irgendwie nicht ganz so nett reagieren, weil die ist eben, weil man muss dann ja schon, um meine Adresse rauszufinden, einen gewissen Ehrgeiz besitzen. So eine Art, ja, eine Art Stalking ist das für mich schon fast. Und da würde ich nicht ganz so nett drauf reagieren. Burksman, wie wäre das bei dir? Würdest du die Leute dann nach drin bitten und Kaffee und Kuchen präsentieren? Ja klar, ich bin ja, ich kenne da ja nichts, ne? Also ich habe ja eine riesige Kommune und ja, da kann, ist jeder herzlich willkommen. Nö, also finde ich auch nicht so lustig. Also man muss einfach differenzieren können, was ist privat und was ist öffentlich irgendwie. Und wenn wir uns hier auf YouTube irgendwie Videos machen oder wenn wir auf der Gamescom irgendwie Veranstaltungen besuchen, dann klar, dann sind wir ja in dem Moment als zum Beispiel Herr Bergmann und als Paluten da. Aber es ist eine völlig andere Kiste, wenn ich abends im Bett liege und fernsehe und vielleicht auch irgendwo, ne, meine Ruhe haben möchte und plötzlich klingelt es an der Tür. Genau. Und dann taucht er auf. Also man muss einfach von jedem Menschen das Privatleben respektieren. Das finde ich ganz wichtig. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt in der Stadt bin und da kommen welche an? Ja, wenn es zufällig ist, ja, dann ist das völlig in Ordnung. Alles coolio. Solange sie jetzt eigentlich verfolgen und sagen, komm mit zu mir nach Hause, ich zeig dir mal meine Gameboy-Sammlung. Dann, genau, und wenn sie 40 Jahre alt sind und dann so, hey, na? Gab es doch immer diese Stories. Das gab es bei uns mal an der Schule. Da wurden wir sogar alle, also nicht mehr, weil da war ich schon in der Oberstufe, wurden wir gewarnt. Weil da war wirklich jemand, der ist immer mit seinem Auto dahin gefahren und hat dann so, hey, wollt ihr nicht meine Hundewelpen und sowas sehen? Also richtig, richtig krank. Weil dann eine Bekannte hatte mich dann drauf nochmal angesprochen, weil ihre Kinder waren eben auch auf der Schule und ich sollte da irgendwie eben gucken, dass da nichts passiert. Weil das war echt creepy. Ich habe persönlich diesen Wagen zwar nie gesehen und das war dann auch letztlich, nachdem das bekannt geworden ist, auch glaube ich nur noch einmal, dass dieser Typ da gesichtet wurde. Ich weiß auch nicht, was daraus großartig geworden ist, aber fand ich schon, es gibt, passt immer auf, Leute. Haben sie dich nicht erwischt, ja? Bitte? Haben sie dich nicht erwischt? Nee, mich hat er nicht erwischt. Ich bin gerannt. Und dann habe ich mir auch da Hundewelpen angeguckt. Nee, ist auf jeden Fall ziemlich creepy. Warte mal. Nein, wo ist der Notausgang? Warte. Peace. Ja, alles gut. Okay, alles cool, Jo. Wenn es noch einmal passiert, dann töte ich dich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn es noch einmal passiert? Ja, dann ist wirklich, komm, lass weg. Oh nein, was ist denn da für eine Range? Ach komm. So Leute, und ich wollte ihn eigentlich nur noch provozieren, denn ich muss das Ganze jetzt gleich noch fix rendern, um dann noch rechtzeitig für den Stream ready to slurp zu sein. Und ich denke, es war trotzdem eine ganz nette Folge. Und ja, der Stream konnte ein bisschen später kommen, vielleicht um 19:15 Uhr, je nachdem, wie schnell ich das alles geregelt bekomme mit dem Rendern. Pipapo. Craft Attack gibt es natürlich heute auch wieder eine Sache Runde. Muss ich noch kurz sagen. Ja, ja bitte. Du bist in meinem Hause ab sofort nicht mehr willkommen. Dun. Aber wie komme ich denn an die Ender Chest? Ja, ich habe dir jetzt. Die Ender Chest musst du jemand anderem suchen. Mit deinen Sachen habe ich dir gerade eine Kiste gepackt, kannst du draußen unten im Stadtteil abholen, ey. Burksman! Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, kleine Bewertung da lassen. Ansonsten haut rein, ciao und vergesst nicht bei Burksman vorbeizuschauen, der uns rausgeschmissen hat. Ciao, ciao. Hate!